Ja, meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen auch nochmal von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass Sie Bach, nämlich die Motette, schwänzen, um sich über das Bachfest in Kenntnis setzen zu lassen. Das Bachfest des Jahres 2013 steht, Sie werden es alle wissen, unter dem Motto Vita Christi. Und das hat Folgen für das Programm. Wobei es ja schön sein sollte, wenn überhaupt Motti Folgen für die Programme von Bachfesten haben. In diesem Fall aber hat es eine Folge, die durch Teile meiner Kollegen schon zu einem Skandalon aufgebauscht worden ist. Sie werden nämlich das Vergnügen haben können, im Laufe dieses Bachfestes im Juni also das Weihnachtsoratorium zu hören. Weihnachtsoratorium im Sommer, das ist die Überschrift dieser Gesprächsreihe. Und für die Auftaktveranstaltung begrüße ich herzlichst den Hausherrn Professor Christoph Wolf, zu dem ich nicht viel sagen muss, und Frieda Bernius, den die Stuttgarter Zeitung, ich weiß nicht, was er davon hält, unlängst noch als den Felix Magath der Chorleiterszene bezeichnet hat. Ich finde, das trifft es gar nicht schlecht. Frieda Bernius ist einer der profiliertesten deutschen Chordirigenten. Wenn es um alte Musik geht, gibt es wenige, die uns bessere Auskunft geben könnten als er. 2009 hat er die Bach-Medaille bekommen, einen viel besseren Gesprächspartner als Sie beide für den Ausgang, können wir uns nicht wünschen. Wir hören also, weil das Bachfest Vita Christi heißt, Herr Professor Wolf, das Weihnachtsoratorium im Juni. Hat das im Direktorium auch für Befremden, für Diskussionen gesorgt oder war das von vornherein klar, dass man das machen kann? Nein, das hat eine lebhafte Diskussion ausgelöst. Das hatte ich auch erwartet. Aber ich glaube, dass es doch recht bald gelungen ist, hier die Überlegung in logische Bahnen zu bringen. Denn wenn man davon ausgeht, dass das Kirchenjahr und die Vita Christi ohnehin eine enge Verbindung bilden, dann kann man auch, wenn man ohnehin zum Beispiel die Passionen aus dem Kirchenjahr löst und keine Schwierigkeiten hat, eine Johannespassion im Oktober zu hören, dann kann man auch das Weihnachtsoratorium an einen Ort bringen, wofür es nicht geschrieben ist, nämlich im Sommer. Aber das Wichtige in der Überlegung war, die Zusammenhänge darstellen. Und das hilft eben die Vita Christi aus der Sicht Bachs einmal musikalisch darzustellen als ein komplettes Gebilde, sagen wir, einen musikalischen Zyklus, der auch Sinninhalte vermittelt, die im Wesentlichen dann erst sich erschließen, wenn man die Zusammenhänge auch musikalisch versteht. Herr Bernius, spielt das für Sie überhaupt, wenn Sie sich mit Musik beschäftigen, eine Rolle bei Konzerten, bei Plattenaufnahmen? Da wird man sich ja nicht nach der Jahreszeit richten können oder nach dem Kirchenjahr. Wenn Sie im Studio sind und ein Weihnachtsoratorium einspielen, kommt dann die vorweihnachtliche Wallung auf, wenn Sie das um Ostern machen oder im Sommer? Oder ist das egal? Na, egal ist es nicht. Aber ich glaube schon, dass diese Frage sehr von der Bedeutung des Weihnachtsfestes nicht zu trennen ist. Das Weihnachtsfest hat in unserer Gesellschaft die Bedeutung als das Hauptfest und so ist eben das Weihnachtsoratorium damit sehr eng verzahnt. Sie haben recht, wenn also ein Weihnachtsoratorium marktgerecht zum Dezember erscheinen soll, dann muss man es im Sommer aufnehmen. Aber ich als Musiker, und ich verstehe alles, was jetzt jemand betrifft, der das möchte, der unbedingt nur das Weihnachtsoratorium an Weihnachten hören möchte. Aber als Musiker muss ich sagen, es muss auch möglich sein, sich so auf die Musik zu konzentrieren. Wenn es große Musik ist, dann muss es möglich sein, sie jederzeit zu spielen, zu interpretieren. Und ich glaube, dass es vielleicht auch eine Chance ist, wenn wir also das jetzt im Juni hören, dann können wir, Sie kennen ja die Problematik überhaupt von Musik, dass wir zu sehr assoziativ denken. Das heißt, dass wir von der Umgebung, von der Atmosphäre einer Kirche auch oder auch von dem Kirchenjahr zu sehr gelenkt werden können. Dann ist es eine Chance, finde ich, dass wir auch im Juni uns mal nur auf die Musik konzentrieren können. Das begrüße ich eigentlich sehr.
Kann es nicht sogar sein, dass eine Aufführung des Weihnachtsoratoriums in der Weihnachtszeit die musikalische Substanz des Weihnachtsoratoriums dadurch beschädigt, dass es dann wahrgenommen wird als Teil eines vorweihnachtlichen Wellnesspakets und es eigentlich genau im Gegenteil nicht um die Inhalte geht? Also genau das habe ich gemeint. Aber ich möchte niemand absprechen, der jetzt das Weihnachtsoratorium hören möchte, dass er trotzdem den Kern der Sache, des Textes und der Musik so empfindet. Das möchte ich niemand absprechen, aber die Gefahr ist da. Wie ist denn das, Herr Professor Wolf, historisch? Also bei den Passionen, die frühe Wiederaufführungsgeschichte ist natürlich in die Palmsonntagswoche gefallen. Wann hat denn das angefangen, dass die Passionen losgelöst, also im Konzertantenrahmen, klar, nicht im liturgischen Rahmen, dass die Passionen im Konzertantenrahmen angefangen haben, durchs Kirchenjahr zu vagabundieren und irgendwann auch losgelöst waren vom Anlass? Also Mendelssohns erste moderne Wiederaufführung 1829 fand tatsächlich in der Passionszeit statt und das war ganz bewusst. Und man hatte damals auch noch ein gewisses Verhältnis zum Kirchenjahr. Das ist im Laufe des 19. Jahrhunderts total aufgeweicht und es ist schon sehr bald dazu gekommen, dass man die Passionen, Weihnachtsoratorium hat man erst sehr viel später überhaupt ins Blickfeld genommen, die Passionen dann zu jeder Jahreszeit aufgeführt hat. Es ist ja ein entscheidender Unterschied, gerade bei Bach drängt sich ja diese Frage auf, ob man sie liturgisch einbettet, dann ist es ganz klar, das geht nur zu bestimmten Zeiten im Kirchenjahr, oder ob man sie ins Konzert überführt. Im Konzert sind wir alle gewohnt, seit Jahrhunderten mit liturgischen, also mit inhaltlichen, theologischen Dingen umzugehen, die da nicht hingehören. Im Grunde gibt es ja innerhalb des Jahres keinen Tag, an dem man den Messias von Händel aufführen könnte, weil da ist ja die Vita Christi in Toto abgebildet. Warum ist ausgerechnet bei Bach, Herr Bernius, die Hemmschwelle so groß, das loszulösen? Nun, weil er die perfekte Verbindung von großem Komponist und gleichzeitig angestellten Kirchenmusiker ist. Also von einem angestellten Kirchenmusiker erwartet man, dass er in erster Linie der Liturgie dient. Und dass er das beides so verbunden hat, das ist das Besondere für mich an Bach. Aber dadurch werden die Ansprüche höher. Aber ist es nicht auch eine Mythenbildung, das Weihnachtsoratorium? Also lügt man es sich nicht schön, wenn man sagt, Weihnachten kann ich es machen, denn alle 6 Teile oder 4 Teile oder 3 Teile hintereinander ist ja ohnehin liturgisch nicht brauchbar und nicht darstellbar. Im Grunde dürfte man die 6. Kantate vor Weihnachten auch nicht machen. Also man lügt sich doch da was in die Tasche, wenn man jetzt da ein Skandalon draus macht, das Weihnachtsoratorium im Juni zu machen. Das kann man ja eigentlich auch nie machen, wenn man es so eng fasst. Wenn man es so streng nimmt, ist es in der Tat einfach absurd, diese Diskussion zu führen. Ich denke aber, wenn man betrachtet, dass Bach das Weihnachtsoratorium als neue Musik damals, 1734, 35, über 12 Tage verteilt von dem ersten Weihnachtstag bis zum Epiphaniastag aufgeführt hat, dass er damals schon sehr starke inhaltliche Bezüge auch zu dem doch ins Blickfeld nimmt, was musikalisch später kommt. Ich erinnere nur daran, dass mit Pauken und Trompeten das Weihnachtsoratorium als Schlusssatz nun seid ihr wohl gerochen bringt. Und das ist die Melodie von Wenn ich einmal soll scheiden. Man hört das fast nicht, weil man diesen Choral nicht mit Pauken und Trompeten gewohnt ist zu hören. Aber dass Bach hier mit aller Festlichkeit auf das Ende dessen hinweist, dessen Geburt gefeiert wird, ist musikalisch und inhaltlich etwas ganz Besonderes. Und wenn man das mal nebeneinander stellt, ich glaube, das hat musikalischen Sinn. Wobei wir bei den musikalischen Bezügen wären, die man mit einem solchen Bach-Festmotto abbilden kann. Wenn man über das Weihnachtsoratorium und musikalische Bezüge redet, geht ja meistens die Rede ganz schnell von den Plagiaten. Da ist mittlerweile der Kenntnisstand und auch der Bewusstseinsstand im Publikum sehr weit ausgeprägt. Das aber ist ein Bezug, den man vielleicht wirklich nur herstellen kann, wenn man eben in relativ kurzer Zeit alle die Vita Christi betreffenden Kompositionen Bachs nacheinander den Leuten präsentiert. Was gibt es denn da noch für Entdeckungen, die so erst möglich werden? Also zum Beispiel in dem Weihnachtsoratorium
geht es ja um die Darstellung des Jesuskindes als zukünftigem Herrscher des Himmels. Und es ist ja nicht zufällig, dass Geburtstagsmusiken für die sächsischen Kronprinzen genommen werden, um das Geburtsfest des Heilands zu feiern. Und diese Herrschersymbolik, die ja ganz tief drin sitzt im Weihnachtsoratorium, die setzt sich fort in der Passion. Denken Sie an den Eingangschor der Johannespassion. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Welche Passion beginnt mit einem solchen Auftakt? Und das ist ganz wichtig. Und wir bringen ja auch die Johannespassion in diesen Zusammenhang. Und das, denke ich, wird musikalisch und inhaltlich auf diese Weise durchaus auch dem Auditorium plausibel gemacht. Wir müssen uns vorstellen, Bach hat ja hier in Leipzig 27 Jahre Bachfest gemacht, mit neuer Musik. Das waren immer dieselben Leute, das heißt, es gibt dann Generationenwechsel, aber diejenigen, die das Weihnachtsoratorium 1734, 35 hörten, die haben eben auch die Passion gehört, die haben das Oratorium für Ostern und für Himmelfahrt auch gehört. Da war der Zusammenhang da. Uns ist der verloren, weil Bachfestbesucher einfach nur diese Einzelwerke zur Kenntnis nehmen und auch im üblichen Sinne wird es nie so zyklisch gedacht, was Bach aber einmal in seiner Konzeption doch berücksichtigt hat. Und man könnte natürlich auch ganz pragmatisch sagen, so viele Hauptwerke von Bachs im Festival zu bestücken gibt es nicht. Der Kanon ist durch so einen Ansatz um ein Hauptwerk, vielleicht sogar zwei, je nachdem, wie man es dann aufzieht, erweitert. Das bringt ja auch eine ganze Menge. Herr Bernius, Sie sind da, ich glaube, neben Lazarus mit Christlag in Todesbanden. Wenn Sie sich so einem Stück nähern, spielt da für Sie so ein zyklischer Ansatz, da ist es jetzt zwischen der Geburt, also Weihnachten und zwischen Pfingsten irgendwo, spielt das für Sie eine Rolle oder ist das eigentlich gleichgültig? Steht das Werk erstmal für sich alleine? Also zunächst möchte ich sagen, dass ich weiß, wie schwierig es ist, für ein jährliches Festival ein gutes Motto zu haben. Und das finde ich immer wieder herausragend. Ich bin jetzt zum vierten Mal beim Bachfest dieses Jahr und ich finde es immer wieder herausragend, in welchem Kontext die Werke von mir erwartet werden, in welchem Kontext die gestellt werden. Und um direkt darauf einzugehen, zunächst muss ich sagen, der Lazarus ist wie sicher für viele meiner Kollegen, aber auch der Zuhörer, ein relativ unbekanntes Werk. Womit das zusammenhängt? Ja, das hängt damit zusammen, dass es zum Beispiel das Gegenteil von einem Bachschen Oratorium ist. Ja, es ist ein Seelendrama, das ohne Turbä und Trompeten auskommt. Wir reden von Franz Schubert, ich weiß, das sollte man vielleicht dazu. Also das ist das Werk, das ich aufführen werde im Zusammenhang mit der Vita Christi. Und zum anderen ist das, ja, Jesus kommt zumindest in den vertonten Partien des Librettos von Niemeyer, das Schubert komponiert hat, nicht vor. Und es gibt da noch einen interessanten Aspekt, der wir in seiner Vorrede über die Frage, wie man ein religiöses Drama vertont, sagt, also das sei ein kritischer Punkt, dass Jesus selber spricht, so wie in den Bach-Passionen und deswegen zu anderen Möglichkeiten rät, also nur indirekt das zu vertonen und die anderen davon berichten zu lassen, was er dann auch in Lazarus tut, aber nicht in direkter Rede. Also damit will ich andeuten, ich befasse mich mit dem Auftrag, den ich bekomme und weiß, und dazu muss man sagen, Lazarus ist sicher das Werk, das jetzt noch am relativ wenigsten Berührung mit der Vita Christi hat, wenn ich das so wenn ich die Zustimmung bekommen darf. Und trotzdem habe ich mich erkundigt, was gibt es sonst für Aufführungen. Und werde versuchen, dem gerecht zu werden. Die Idee, dass Lazarus ist ein Fragment wie sehr viele Werke Schuberts.
Und die Idee, das zu vervollkommnen, die finde ich eigentlich als historisch denkender Musiker nicht so spannend. Aber da kann man auch anderer Meinung sein. Aber dass man jetzt da mitten abbricht, das werden wir tun, in der Arie, in der zweiten Handlung, und dann Christel Agentores Banden musizieren dürfen sollen, die finde ich sehr gut. Und dazu ist zu sagen, dass es zunächst geplant war, das in einer Brahmschen Version dieser Bach-Kantate zu machen, wie sie Brahms aufgeführt hat. Aber es konnte leider nicht, das Notenmaterial konnte nicht erlangt werden. So werden wir es in der ursprünglichen Instrumentation machen. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel, dieses Programm, Herr Professor Wolf, dass die Motti ja zunehmend eigentlich schon seit vielen Jahren funktionieren wie die Wünschelruten. Ich glaube, das Bild kam von Ihnen, dass also nicht Pflöcke eingeschlagen werden und daneben tut man sich selbst Gewalt an, sondern es ermöglicht einfach einen sehr weiten Blick. Was erlaubt denn da die Vita Christi jetzt auch über also, Bach hinaus? Ich glaube, die Vita Christi gibt uns eine unglaublich breite Palette. Weil es ja nicht darum geht, auch wenn vielleicht die Akzente auf Geburt, Tod, Auferstehung und Himmelfahrt liegen, die Vita Christi ist kurz zusammengefasst die Heilsgeschichte. Und das ist die theologische Bedeutung der Vita Christi. Und deswegen gehört eben auch der Lazarus da rein, es gehört die Bergpredigt da rein, es gehören viele Dinge, die im Neuen Testament einfach die Wirkung von dem Leben Jesu auf seine Umwelt, seine Predigten, seine Wunderheilungen und seine in jeder Hinsicht tiefgehenden Gedanken zum Leben, dass die hier in diese Vita Christi integriert werden. Und das wird ja auch noch aufgefaltet durch die vielen Bach-Kantaten, die sich den verschiedenen Aspekten des Wirkens von Jesus widmen. Es gibt ja noch eine ganze Menge Gattungen, auch aus der katholischen Kirchenmusik, die sich in der Vita Christi festzogen lassen. Was kommt da vor? Ja, wir haben zum Beispiel Christus am Ölberg, auch kein liturgisches Werk, aber ein Werk, was natürlich das Gebet Christi ja auf dem Weg zu Gethsemane darstellt in einem Oratorium. Wir haben die vier letzten Worte von Haydn als Instrumentalstück und wir haben das Stabat Mater von Schubert. Auch ein Werk, was ja vom Text her mit der Szene am Kreuz eng zusammenhängt. Wir haben von Philipp Emanuel Bach die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, ein damals sehr weit verbreitetes Werk. Mozart hat es in Wien dirigiert. Und insofern haben wir da auch eine Verbindung zwischen den Konfessionen. Bei Ihnen, Herr Beinus, klang das gerade so, die Formulierung ist wörtlich gefallen, dass man von Ihnen erwartet, Folgendes zu machen. Also ist es in der Tat so, dass Sie nicht die Kataloge wälzen, welches Ensemble ist mit welchem Programm gerade unterwegs, ach, das könnte uns vor die Wünschelrute fallen, sondern dass Sie wirklich einen Auftrag aussprechen, Frieda Bernius, wir möchten gerne Lazarus und dazu auch noch Christ lag in Todesbanden. Funktioniert es so? Das funktioniert ja so, ja. Und das finde ich persönlich angemessen. Klar würde ich auch mal gerne die H-Moll-Messe machen, aber gut, wenn das nicht so ist, dann... Das ist jetzt Aktenkunde. Ja, okay, das musste sein, Aber ich bin hier schon wirklich zu Programmen geführt worden, die ich nicht immer mache und dafür ist man sehr dankbar, nicht, dass es nicht immer diese Veranstalter gibt, die sagen, ich möchte in dieser Kirchenjahreszeit dieses Stück oder dieses Stück von dir haben. Und das ist das Besondere, das muss ich direkt sagen. Ist der Lazarus für Sie Neuland? Oder ja, das sagte ich. Also das ist Neuland,
Aber ich habe zum Beispiel mal die Oper von Schubert Sakontala gemacht. Und die ist übrigens ergänzt worden. Allerdings gibt es, also der Lazarus ist vollständig erhalten, also vollständig instrumentiert, meine ich, und in allen Partien, soweit er komponiert ist. Aber die Sakontala ist, da ist vielleicht vergleichbar mit dem Zustand, den Mozart wahrscheinlich bei seinem Requiem hinterlassen hat. Also es sind Vokalstimmen da und es sind angedeutete instrumentale Übergänge da. Und das ist dann ergänzt worden, das habe ich mal gemacht. Das ist in derselben Zeit wie Lazarus entstanden. Und ich muss sagen, die 20er Jahre des 19. Jahrhunderts, die liegen mir besonders am Herzen. Ob sie mir liegen werden, das werden wir dann sehen. Bekommen Sie dann auch wissenschaftliche Unterstützung vom Bach-Archiv, wenn so ein Auftrag erfolgt? Naja, der Lazarus ist dokumentiert. Und ich möchte bei der Gelegenheit sagen, dass ich ich muss auch sagen, ich habe jetzt noch 5 Monate Zeit. Ich muss noch nicht über jedes Detail Bescheid wissen. Aber im Zusammenhang, das muss man sich natürlich so vorstellen, wenn ich die Partitur zuerst lese und ein bisschen bearbeite und dann am Klavier spiele und dann ersten Überblick habe, dann beginnt die wissenschaftliche Auseinandersetzung. Und da verdanke ich der Mitarbeiterin des Bach-Archivs, das ist allerdings Zufall, dass sie das ist, Christine Blank, die auch hier im Auditorium sitzt, sehr viel, denn sie hat ein wunderbar ausführliches und sehr anregendes Buch über Lazarus und das Wiener Auditorium zu Beginn des 19. Jahrhunderts geschrieben. Und da bin ich gerade dabei, natürlich auch gerade für diese Veranstaltung, mich da hineinzufinden. Und da habe ich sehr viel erfahren. Das, was ich so vorhin etwas pauschal gesagt habe, dass es ein großer Gegensatz zu den Bachschen Oratorien ist. Also wie das zusammenhängt und wie Schubert so ein bisschen in Richtung Gesamtkunstwerk es versteht, die Rezitativ, Secco, Accompagnato, Ariose und Arien zusammenzufassen und wie es ihm gelingt, die einzelnen Seelenzustände der Betroffenen mit seinem Ton und auch mit dem Ton der Dichtung zu verbinden. Also ich mit jeder Begegnung mit dem Werk werde von ihm mehr begeistert, bin natürlich von Schubert begeistert und ich hoffe, dass ich das mitbringen kann. Aber das ist natürlich trotzdem für das Bachfest ein gewisses Risiko, was an deutschsprachigen Oratorien zwischen der Schöpfung und Mendelssohn, sagen wir mal, entstanden ist, tut sich ja relativ schwer auf dem Markt. Und natürlich müssen Sie auch das Publikum im Auge halten. Christus am Ölberg hat auch nicht den allerbesten Ruf. Was heißt auch nicht? Na, Lazarus hat auch nicht so einen guten Ruf. Also warum? Viele Leute in Unkenntnis des Werkes sagen, ach, wie langweilig. Das war sonst, Also deswegen ist vielleicht so ein Festival die einzige Möglichkeit überhaupt, die man mitmacht. Also ich denke, dass da ein Festival-Kontext nützlich ist, weil man dann einen Zusammenhang hat und ein Werk wie den Lazarus oder Christus am Ölberg so als Konzertprogramm zu konzipieren, ist schwierig und man kriegt da die Leute nicht. Aber ich denke, es ist wichtig, dass die Leute, die zu einem Festival kommen, auch mal konfrontiert werden mit Dingen, die sie noch nie gehört haben. Und ich denke, das ist die große Chance und letztlich auch die Verpflichtung von uns, die wir einfach erzieherische Funktion auch eines Festivals mit in Betracht ziehen und gerne die Leute an neue Dinge heranführen. Also es wäre doch auch langweilig, wenn die Leipziger jetzt wieder nur zum Weihnachtsoratorium oder zur Johannespassion gingen, nicht? Also das hoffe ich doch sehr, dass hier so viel Neugier vorhanden ist, gerade bei einem Stück, das man nicht kennt. Aber dass eben dadurch auch einen bestimmten Wert erfährt, wenn man weiß, dass es auch ein sehr bedeutender Komponist ist, der das komponiert hat. Und es ist bestimmt kein Nebenwerk. Das ist ganz bestimmt nicht so. Es ist ganz eindeutig, dass es ihm sehr wichtig war, diesen Text zu vertonen. Also ich kann nur sagen, es wäre schade, wenn man sich das entgehen lässt. Wobei natürlich jetzt die Argumentation leicht auseinanderdriftet. Zum einen die Möglichkeit, Dinge ins Bewusstsein zu führen, die da sonst vielleicht nicht ankommen könnten. Andererseits sind wir ja losmarschiert mit einem Werk, das so ziemlich jeder Leipziger mindestens einmal im Jahr hört, also dem Weihnachtsoratorium. Wie groß ist denn die Bedeutung von diesen Schlachtrössern, die von ganz alleine ziehen im Programm? Müssten die überhaupt sein? Jetzt passt es toll ins Motto, aber... Naja, ich meine, ein Bachfest ohne eines der großen Oratorien ist nicht machbar.
Also das braucht man schon. Und deswegen, auch wenn die Werke immer dieselben bleiben, wir wechseln die Ensembles und durch den wechselnden programmatischen Zusammenhang ändert sich auch die Perspektive für den Ausführenden wie für den Hörer. Ich denke, das ist schon ziemlich wichtig. Und vielleicht sollte man im Zusammenhang mit der Vita Christi auch darauf hinweisen, dass die H-Moll-Messe, die ja traditionell zum Schlusswerk des Bachfestes geworden ist, dass die Vita Christi da auch drin ist. In den Sätzen vom Et Incarnatus bis Et Resurrexit ist sozusagen im Miniaturformat die Vita Christi sehr prononciert eingebaut. Und das ins Bewusstsein zu rufen, dass da die Zusammenhänge bestehen, ist auch wiederum wichtig. Normalerweise denkt man bei der Johannespassion, bei der H-Moll-Messe nicht daran, dass das hier auch diese Thematik der Leben-Jesu-Geschichte vorkommt. Werden vor diesem Hintergrund die Programmhefte in diesem Jahr auch darauf hingeschrieben sein? Wir müssen das berücksichtigen, ja. Das ist völlig klar. Denn wenn man es anders hören soll, dann geht dann funktioniert. Also das ist eine wichtige Aufgabe der Einführungen. Wir haben ja Vorträge zu den Hauptkonzerten, aber auch Programmeinführungen. Die wollen natürlich dazu dienen, dem Hörer Dinge nahe zu bringen oder aufmerksam auf gewisse Dinge, die zu hören sind, machen. Das ist eine wichtige Aufgabe dieser Einführung. Ist denn so ein Motto wie Vita Christi kompatibel mit den anderen Reihen, Soli Deo Gloria, klar, da passt das. Kann man das auch in den anderen Reihen unterbringen? Gut, die sieben letzten Worte hatten wir gerade, das kann man natürlich auch in der Kammermusik unterbringen. Oder besteht nicht die Gefahr, wenn man sich so ein Motto wählt, dass das Fest ein bisschen auseinanderfällt? Also wir wollen ja nicht erzwingen, dass alle Konzerte sich einem Thema unterordnen. Wir haben ein Hauptthema, wir haben aber dann auch einige Nebenthemen, die nun in ganz andere Bereiche führen. Die Bachmosphäre-Konzerte befassen sich nicht mit dem Thema der Heilsgeschichte Jesu. Das muss auch nicht sein. Also ich denke, die Vielfalt muss gewährleistet sein. Es muss Abwechslung sein. Es darf nicht gezwungen in eine Richtung gehen und alles unter einen Motto setzen, das wäre, glaube ich, einfach gekünstelt und gezwungen. Wir wollen das nicht. Herr Bernis, wenn Sie zu so einem Festival kommen, und das Bachfest ist dann nicht das einzige Festival, bei dem Sie unterwegs sind, nehmen Sie da rundum was wahr? Also die Zusammenhänge, die sich jetzt herstellen lassen, beispielsweise durch so ein Motto, bekommen Sie davon was mit oder reisen Sie an, proben Ihren Lazarus und Christ lag in Todesbanden, machen ein tolles Konzert und fahren wieder nach Hause? Also den Proben tun wir vorher, bevor wir anreisen. Mhm. Aber es hat mich sehr interessiert, was sonst noch im Rahmen des Festivals kommt. Die Werke, wie eben die Interpreten. Und ich beglückwünsche das Bachfest zu dieser Vielfalt der Interpreten. Das heißt, ich interessiere mich dafür und ich weiß, dass ich beim zweiten Mal vor 10 Jahren auch, dadurch, dass ich relativ früh dran war, auch noch 2 Tage da geblieben bin und auch noch andere Konzerte besucht habe. Ich finde das ganz wichtig. Aber es funktioniert dann offenbar beim Bachfest nicht so, dass auch die Interpreten sich sozusagen austauschen und in engen Kontakt zueinander treten. Das passiert gar nicht. Das wäre ja wünschenswert eigentlich. Aber immerhin war ich gestern im Konzert von Sir Elliott Gardiner mit Schumann. Das heißt, das habe ich gerne mitgenommen, nachdem ich hier extra angereist bin. Das heißt, das ist sehr wichtig, dass man schaut, was die Kollegen machen. Und ein konkretes Zeichen dafür, dass man natürlich auch Exoten sehr wohl in normalen Konzertprogrammen unterbringen kann. Das hat ja ganz gut funktioniert mit dem Manfred. Aber wir wollen jetzt da nicht abschweifen. Herr Professor Wolf, was würden denn Sie sich von einem Bachfest-Besucher wünschen? Also wie viel sollte er davon mitnehmen, um diese Linien überhaupt erkennen zu können? Also ich glaube, dass es wenig Bachfest-Besucher gibt, die alle 10 Tage mitmachen. Und damit rechnen wir. Wir rechnen damit, dass unsere Zuhörer vielleicht nur Ausschnitte mitkriegen, dass sie aber doch auch selbst aus den Ausschnitten etwas mitnehmen, was vielleicht sie anregt, in der Richtung
weiterzudenken. Und ich habe das auch verschiedentlich gehört, dass die Programmbücher durchaus so einen Anregungsfaktor haben, dass man also dann im stillen Kämmerlein das Bachfest zu Ende macht, indem man vielleicht sich auf CD-Aufnahmen von Werken, die man leider nicht mehr hören konnte, in Leipzig stürzt. Und auf diese Weise hat das Bachfest eine Nachwirkung, die wir mit einkalkulieren. Gilt das auch für die Interpreten? Also werden Sie den Lazarus weiter im Repertoire behalten oder ist das jetzt eine Eintagsfliege und dann abgehakt? Ja, da kann ich ein bisschen tief seufzen, nicht? Aber das, in dem Zusammenhang, den ich schon genannt habe, gibt es nicht so viele Veranstaltungen, die das wieder von mir verlangen. Und wenn ich es, ich kann es jetzt im Sommer in einem Abonnementszyklus in Stuttgart nicht so gut mitverwenden, das würde ich sonst machen, aber dazu ist das Bachfest nicht geeignet, um das zu verbinden, weil es eben immer im Juni ist. Aber es ist schon so, dass dass es eigentlich schon sehr wünschenswert wäre, wenn es viele Veranstalter gäbe. Ob ich es irgendwann mal in einem der nächsten Jahre in mein Repertoire aufnehme, beziehungsweise selber dann in Stuttgart aufführen werde, das weiß ich noch nicht. Das ist natürlich eine hohe Investition. Und das hängt natürlich auch davon ab, wie ich jetzt mit diesem Stück letztlich zurechtkomme. Das ist natürlich offen. Mhm. Das ist das Besondere bei einem Werk, das man noch nie gemacht hat. Und ich weiß nicht, wie viel Kollegen das überhaupt schon gemacht haben. Aber es ist offen. Erstens, ob ich dem Werk gerecht werde. Zweitens, ob es mir zu mir passt, ob ich dann auch die Solisten habe, den ich das vermitteln kann, was mir sehr wichtig ist. Also das sind noch Dinge offen, nicht wahr? Das heißt, da braucht man sehr viel Proben und Einzelarbeit mit den Solisten. Ich glaube, dieses Stück ist etwas Besonderes. Es ist eigentlich ausgeschriebene Kammermusik. Es ist sehr fein instrumentiert mit vielen solistischen Bläserpassagen und braucht Sänger, die sehr genau wissen, was sie da tun. Die können also, auch die Sänger können nicht auf ihr Repertoire zurückgreifen. Das müssen die meisten auch sich neu erarbeiten. Das ist alles noch offen, da bin ich sehr gespannt darauf. Wenn wir dann von den Nachwirkungen reden, wäre natürlich gerade bei solchen Projekten wünschenswert, dass auch Produktionen daraus entstehen. Ist der MDR beispielsweise bei Lazarus im Boot und schneidet vielleicht auch so mit, dass man hinterher an eine CD denken kann oder so? Wir hoffen, dass wir den ein oder anderen Mitschnitt dann letztlich auch für eine CD-Produktion verwenden können. Also das ist unsere Hoffnung. Denn also, wenn man die Spielplanbereicherung, die das Bachfest ja zunehmend bedeutet, ernst nimmt, wäre natürlich diese Dokumentation, also nicht nur als Dokumentation, sondern um es mit nach Hause nehmen zu können, schon auch wirklich wünschenswert. Ist da in den letzten Jahren einiges entstanden? Also es gab Pläne, aber so richtig viel ist nicht rausgeworden. Wie war das mit den Opernprojekten? Sind die auf dem CD-Markt angekommen? Doch, die Oper, zum Beispiel Johann Christian Bach, Zanaida, ist vor einigen Monaten auf CD erschienen und es ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem Bacharchiv. Also das wäre ein Beispiel. Die Oper wäre nie auf den Spielplan gekommen und die wird jetzt an verschiedenen Orten in Europa aufgeführt, also gerade beim Musikfestival in Malta Anfang des Jahres. Also ich denke, da hat das Bachfest auch schon eine gewisse Ausstrahlungskraft erzielt in den letzten Jahren. Wenn wir nochmal zum Weihnachtsoratorium zurückkommen. Wir sind losmarschiert mit den Bezügen, die man zum Weihnachtsoratorium herstellen kann. Sind dann gelandet bei exotischen Werken, die man nur in einem solchen Konzertrahmen unterbringen kann. Und Sie haben zwischendurch gesagt, dass sich natürlich auch die Werke in so einem Kontext ändern. Wie ändert sich denn das Weihnachtsoratorium beim Hören? Über den Schlusschoral haben wir eben schon gesprochen, aber darüber hinaus hört man es anders, wenn man im Umfeld eine Passion oder Lazarus oder Stabat Mater gehört hat? Oder ist das letztlich nicht doch nur kuratorische Folklore? Nun ja, also das kommt auf den einzelnen Hörer an. Aber es ist wenig Gelegenheit, das Weihnachtsoratorium mit all seinen 6 Teilen im Zusammenhang zu hören. Auch in Leipzig
wird üblicherweise nur der erste bis dritte Teil und vielleicht der sechste Teil, weil er auch noch die Trompeten bringt, geboten. Und keine Hörner braucht. Genau. Ja, nicht der vierte. Aber die Teile 4 und 5 fallen oft ganz unter den Tisch. Und diese Zusammenhänge, wie sie von Bach als wirklicher Zyklus geplant sind, die kann man auch musikalisch erst dann wahrnehmen, wenn man das Weihnachtsoratorium im Zusammenhang hört. Teil 1 D-Dur, Teil 3 D-Dur, Teil 6 D-Dur. Gut, das sind die Standbeine. Aber der zweite Teil mit G-Dur, dann das Neujahrstück mit F-Dur und A-Dur für den fünften Teil, das bringt einen zyklischen Zusammenhang, der außerordentlich interessant ist. Aber weil Sie sagen, das sei als Zyklus geplant, das würde mich interessieren. Nun ist es ja eigentlich doch als, zeigen Sie den Ausdruck in diesem Zusammenhang, als Gebrauchsmusik für 6 Sonntage konzipiert worden. Wieso glauben Sie, dass es als Zyklus aufgeführt, an einem Stück aufgeführt werden sollte? Oder dass es so konzipiert worden ist, dass es aufgeführt Es ist nicht konzipiert worden für die Aufführung an einem Tage, das ist klar. Bach hätte das gar nicht machen, dafür gab es gar keinen Anlass. Aber er hat schon die Zusammenhänge geplant vom ersten Weihnachtstag bis zum Epiphaniastag. Man kann ja sehen, dass er sich nicht an die liturgischen Gegebenheiten hält. Er will erzählen. Er schreibt, es ist zum ersten Mal, dass Bach den Begriff Oratorium verwendet. Oratorium ist definiert bei Johann Gottfried Walther als geistliche Opera. Das war Bach völlig klar. Man konnte bei Bach, beim Thomas Cantor Bach, das Walter-Lexikon kaufen, nur nebenbei. das war klar, dass hier von Bach als Oratorium hier jetzt ein Zusammenhang entsteht, der nicht vergleichbar ist den sonst in den Jahren zuvor aufgeführten 6 Kantaten. Und deswegen ist es falsch, beim Weihnachtsoratorium von Kantaten überhaupt zu reden. Das sind keine Kantaten, denn sie haben eine erzählende Struktur. Eine Kantate ist völlig anders aufgebaut. Und das ist, denke ich, ganz wichtig zu erkennen, dass hier der Komponist über einen größeren Zeitraum ein Werk plant. Und dass da auch die Aufführungsbedingungen sich dem entsprechend ändern. Er muss die Trompeten schonen, die kommen nicht dreimal hintereinander. Am zweiten Weihnachtstag gibt es das Konzert der Engel mit den musizierenden Hirten, also Himmel und Erde musizieren zum Lobpreis des Jesuskindes. Also das ist von Bach schon sehr dramatisch geplant und er hat durchaus keine reale Bühne, aber immerhin eine imaginäre Bühne im Sinn, denn man kann die Berge von Bethlehem und die Echowirkungen der musizierenden Engels- und Hirtenchöre durchaus hören und auf diese Weise das Bild auch musikalisch verstehen. Mich interessiert noch der andere Aspekt des Weihnachtsoratoriums, das Parodieverfahren. Wir wissen, dass die Rezitative und die Choräle und die meisten der Turbae, also nicht der Eingangschor, sondern der Turbae, Originalkompositionen sind. Bisher habe ich eigentlich immer gedacht, ein Komponist schreibt eine Gelegenheitskomposition wie für diese Glückwunschkantaten. Und merkt dann nur diesen einmaligen Charakter bei dieser Qualität, möchte er sozusagen recyceln und möchte sie nochmal verwenden. Jetzt habe ich aber, das würde ich gerne nochmal ein bisschen genauer wissen, wie kann sicher sein, dass er
das geschafft hat, dass er diese Arien, die er aus den weltlichen Kantaten verwendet, wie kann er das gemacht haben, dass es so kompatibel ist mit den Arien des Weihnachtsoratoriums? Also wenn wir die Komposition des Weihnachtsoratoriums mal genau unter die Lupe nehmen, dann können wir sehr deutlich sehen, dass das Verfahren der Übernahme von existierenden musikalischen Sätzen nicht so ist, wie es manchmal bei Bach auch auffindbar ist, dass er eine weltliche Kantate jetzt mit einem geistlichen Text unterlegt und die Sätze im Großen und Ganzen in der gleichen Abfolge hält. Im Weihnachtsoratorium hat er ein Repertoire von etwas mehr als drei Drammi per Musica, sind alles dramatische, weltliche Werke, und er nimmt keines und lässt die Satzfolge so, wie sie ursprünglich waren, sondern er sucht sich die Sätze aus, die für das jeweilige Moment besonders geeignet sind. Frohe Hirten, eilt, ach eilet, ist ein gutes Beispiel. Da kann man an den drei Stichworten frohe Hirten, eilt gleich sehen, wie die Musik komponiert ist. Es ist ein schneller Satz, es ist ein heiterer Satz, frohe, und die Hirten sind durch die Traversflöte, also das pastorale Instrument, unterstrichen. Also da hat er das Bild sehr deutlich im Weihnachtsoratorium umgeformt aus der Vorlage, die für Alt und Oboe d'Amore mit einem Text gemacht ist, der gar nicht so auf den Zuschnitt des Werkes passt. Wir gehen davon aus, dass Bach diese zwei Geburtstagsmusiken und das Festdrama für den Jahrestag des Kurfürsten, der Krönung des Kurfürsten, diese drei Werke, die 1733, 1734 entstanden sind, dass er die schon geplant hat, um sie ins Repertoire aufzunehmen. Denn sonst wäre es Wegwerfmusik gewesen. Man kann das nicht wiederholen. Und er hat da vermutlich schon ein Konzept gehabt. Wir wüssten gern mehr darüber. Und wir wissen ja noch nicht mal, wer den Text des Weihnachtsoratoriums für Bach gemacht hat. Also, dass er da seine Finger selbst drin hatte, ist klar. Aber Texte schreiben war nicht so sein Ding. Aber wer es war, ob Picander oder ein begabter, älterer Student, wer weiß, wissen wir nicht. Ihren insistierenden Nachfragen, Herr Bernius, so nehme ich, dass Sie grundsätzlich eine gewisse Skepsis auch gegenüber der zyklischen Aufführung aller sechs Kantaten, darf ich nicht mehr sagen, aller sechs Teile des Weihnachtsoratoriums haben? Nein, das habe ich nicht. Denn das würde nicht zu dem passen, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass ich interessiert bin, diese Musik ohne ihr gewohntes Umfeld einmal zu hören. Ich habe es nur noch nicht so häufig gemacht, weil ich mich davon auch ein bisschen fernhalte, von diesen Zusammenhängen. Aber ich glaube schon, dass es geht. Wenn Sie zum Beispiel wenn Sie sehen, dass ich habe diese Taschenpartitur von Schering neulich gesehen, und das Vorwort, wo er schreibt, dass, also es ist aus dem Jahr 1924, wo er schreibt, dass es undenkbar ist, dass alle sechs Kantaten, also wenn überhaupt, dann nur alle sechs Kantaten an einem Stück aufzuführen, ungekürzt sei unmöglich. Und da kann ich nur sagen, da hat sich eben unser Bachbild verändert, die Aufführungspraxis insofern, dass das heutzutage eben doch möglich ist, dass das mit einer kurzen Pause in gut drei Stunden möglich ist, und damit bekommt es eine neue, normale, immer noch normale Konzertlänge. Ich glaube, das ist möglich, und wenn, dann alle Sechse. Das heißt, nicht wahr, dann sollte man dann möglichst also die Hörner dazu zubestellen, auch wenn sie relativ wenig zu tun haben. Wenn, dann keine Kompromisse. Ich habe mein erstes Weihnachtsoratorium im Sopran gesungen als Zwölfjähriger in einem August in Frankreich, und es hat über 4 Stunden gedauert. Insofern
Auch das wäre gegangen. Jetzt müsste ich mir nachrechnen, wann das wohl war. 78, aber 78 war das. Das war 78. Sehr langsam musiziert. Sehr langsam musiziert. Ich hoffe, das so ist genau das, was ich meine. Das würde heute nicht mehr der Fall sein. Jetzt würden sich interessante Fragen ergeben. Hat das der Musik Bachs geschadet, die Entwicklung der Aufführungspraxis in den letzten 30 Jahren oder nicht? Und natürlich bin ich der Meinung, dass es ihr nicht geschadet hat. Und also ich weiß nicht, ob Sie es von damals noch im Ohr haben und wie Sie das heute beurteilen. Es gibt eine Platte und es ist ganz furchtbar eigentlich. Wie meinen Sie, welcher Aspekt? Es ist auf eine Art und Weise romantisiert, die man heute, also man hat das Gefühl, man muss sich ständig die Hände waschen, wenn man es hört. Und dennoch kann man natürlich auch nicht die Musikentwicklung, die dahin geführt hat, so mit einem Handstreich beiseite fegen und das alles für Unsinn halten. Das ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Also mich hat es damals sehr bewegt und das sollte man auch weiterhin wertschätzen, glaube ich. Das müssen wir auch schaffen. Auch mit der historischen Aufführungspraxis müssen wir genauso bewegen. Ja. Das ist das erste Ziel. Wo ich am ehesten so dabei bin, nachzudenken, also im Rahmen dieser Aufführungspraxis ist es eher so überkommen, dass man die Choräle wie Gemeindechoräle musiziert und nicht so sehr den Textinhalt ausdeutet. Da beginne ich jetzt ein bisschen das als interpretatorische oder mehr als interpretatorische Aufgabe zu betrachten, das zu ändern. Das darf natürlich nicht in dieselbe Sache zurückfallen, wie Sie es jetzt beschrieben haben. Und die Frage der Fermaten, die darf auch keine Rolle spielen. Die darf jetzt nicht zu subjektiv ausgedehnt werden. Aber insgesamt der Charakter, das Weihnachtsoratorium als ersten Choral hat, wie soll ich dich empfangen, dann muss das wohl noch ein bisschen weniger objektiv sein, als wenn eine Gemeinde das jetzt so, Gemeinde singt ja nie subjektiv, sondern wie soll man das nennen, ich weiß, das ist ein Teil der Liturgie, aber es ist kein Ausdruck in dem Sinn. Und da mehr Ausdruck in die Choräle zu bringen, das ist das, womit ich mich jetzt gerade beschäftige, das könnte eine Weiterentwicklung sein, aber die würde dann dazu führen, dass es wieder in die Richtung 4 Stunden geht. Nein, Sie verstehen, was ich meine? Ja, ja. Das würde dann wieder ein bisschen länger gehen. Es gäbe noch stundenlang was zu erzählen. Die Dreiviertelstunde allerdings ist rum. Ich habe viel gelernt heute. Ich hoffe, Sie haben auch ein bisschen was gelernt heute. Ich freue mich sehr aufs Weihnachtsoratorium im Sommer. Zum zweiten Mal in meinem reichen und erfüllten Leben. Und ich freue mich auf den 24. Februar, wenn wir uns hier das nächste Mal darüber unterhalten, was es mit der Vita Christi und dem Bachfest 2013 auf sich hat. Herzlichen Dank. Thank you.